Ihr lieben Banausen da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Starfield bei uns auf dem Kanal. Und wir sind immer noch auf Artefaktjagd. Das machen wir natürlich gern, ne? Artefakte bringen uns weiter und retten das Universum und meine Seele wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. So, wohin denn jetzt hier? Da, zack, Leute, rennt man nicht im Weg rum. Hallo. Was geht's, Captain? Lass mich durch. Hast du was für mich? Ich habe nichts für dich. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Vesco? Vesco, ist das eigentlich irgendwie ein Hobby von euch, mir ständig im Weg rumzustehen? Vesco, jetzt, Vesco, ist, Vesco, Vesco. Hey, richte das Ding bloß nicht auf mich. Ich war... Sarah, würdest du bitte mal mit Vesco reden? Das kann so nicht weitergehen. Ich habe auch keine andere Möglichkeit. Pass auf, dann machen wir das halt anders. So. Halt dahin. Was festlegen und landen. Es ist ja furchtbar mit euch. Alles steht mir nur im Weg rum. Da fühlt man sich als Captain. Landung initiiert. Schön langsam. Ja, mache ich. Versprochen. Schön langsam. Oh. Den Handscanner und suche nach Verzerrungen in deinem Sichtfeld. Folge den Verzerrungen zur Quelle. Oh. Einfrierende Flüssigkeit, Regen. Habe ich keinen Regenschirm dabei? So, wo haben wir hier Verzerrungen? Hm? Da, oder? Ich folge den Verzerrungen. Schon da hinten. Also ich hoffe. Die sind hier überall Verzerrungen. Bist du auch verzerrt? Du bist nicht verzerrt. Dann gehen wir hier lang. Das ist ein bisschen was Alien-mäßiges hier, oder? Das ist doch alles... Also ich glaube, ich muss dahinter. Sag's doch einfach. Sieht ja irre aus hier. Na komm. Kupfer. Wahnsinn, das sieht wirklich echt aus hier. Was für ein toller Planet. Fauliger Stinkwurz. Schon sind wir wieder bei Harry Potter. Schadgas, Gaslot. Das ist schon, ja, Korallherz. Habi, was für ein Ding? Und was bist denn du, Süßes? Du bist ja ein nettes Ding. Oh. Was zeigt dein Scanner? Der zeigt Korallherzwurzel. Dinger. Was bist denn du für eine Zecke? Ein Okomade. Ach, wie schön. Noch mehr von den Dingern. Ich glaube, ich bin schwer verletzt, ne? Untersuche die Quelle der Anomalie. Oh. Na, was haben wir denn da? Eine Moorblüte? Das ist toll. Das ist, wonach wir gesucht haben? Es ist... Ja, das ist ein Tempel. Mir nicht. Ich habe ja gewusst, wo wir hinwollen. Ich bin einfach ein cooler Typ. Hoppeli. So, und jetzt müssen wir nur noch hier reinkommen, ne? Üsala. Was ist denn das da? Upsi. Sarah, halt die Ohren steif. Noch ein fauliger Stinkwurz. Was ist denn das hier Schönes? Oh. Der Tempel Eta. Eta Pupeta. Gibt es da was Tolles drin für uns? Außer eine Lorke? Nicht. Okay.
Nee, komm, da gehen wir weiter. Wir müssen irgendwie in den Tempel kommen. Sieht ja alles toll aus. Unterkühlung erlitten, ich hab's gewusst. Ist wieder ein bisschen kalt hier bei euch. Gibt's hier eine Ritze, wo ich durchschlüpfen kann? Offensichtlich nicht. Zeig mir den Weg in dein Herz. Wo geht's denn hier rein, Leute? Oh. Hier sieht's doch nicht schlecht aus, ne? Oder? Oh, was ist das denn Schönes? Da komme ich also auch nicht rein. Andrea, bitte hilf mir. Bitte. Wahrscheinlich denn doch hier drüber, ne? Dann machen wir eben ein auf Frierung verschlimmern. Okay. Was sagst du? Okay. Warte mal, wir müssen mal gucken, ob ich irgendwas habe gegen Erfrierung. Also ich persönlich schon. Ja, das heilt doch alles. Allheilmittel. Da fühle ich mich doch gleich viel wohler. Oh, das ist ja der Wahnsinn hier. Du kleines tempolides Ding, du. Ich möchte bitte jetzt hier rein. Komme ich denn hier rein? Ich bin wahrscheinlich schon 5-mal vorbeigerannt. Geh hier runter. Alles klar. Entschuldigung. Ich muss ein bisschen zu Atem kommen. Ui, ui, ui. Aha. Ah. Da musste erst mal drauf kommen. Bist du da? Ach, wer weiß, wo die schon wieder ist. Oh. Das ist ja toll. Darf ich sowas auch haben für mein Raumschiff? Lala. Diese Ringe, bewegen die sich? Nein. Die reagieren doch auf uns. Nein. Ich gehe ins Licht. Kommst du? Das ist ja verrückt. Ja, danke für nichts. Ich sollte vermutlich gar nicht herausgehen, oder? Andrea, was sagt doch auch mal was dazu? Ich hab dich jetzt hier nicht wegen der Schönheit mitgenommen. Du sollst auch ein bisschen anpacken. So, dann schauen wir mal, was es hier Tolles gibt. Soll ich da nach oben oder wie oder wo? Oder hier hin? Oder in die Ringe rein vielleicht? Ich gehe mal davon aus, dass wir in die Ringe müssen. Ja, sag was. Oh. Ist hier was passiert? Was mache ich hier? Andrea, sag was.
keine Ahnung, Leute. Ich habe null Ahnung. Aber da geht's ja wieder raus. Ich will ja nicht raus. Ich will ja hier rein irgendwo. Ich muss hier irgendwo rein. Hui. So ein bisschen wie Karussell fahren. Alles anschnallen. Die nächste Runde geht aufs Haus. Ich häng fest. Ja, Leute. Ist was. Ich komme. Ja? Und jetzt? Andrea. Mach mal das Lämpchen aus. Vielleicht sehen wir da einfach mehr. Ja. Wie oft muss ich jetzt diesen Dinger nachjagen? Bis mir schlecht ist? Okay. Kein Problem, Leute. Vielleicht schieße ich auch einfach drauf. Die werden immer schneller, die Ringe. Ah, ich verstehe. Oh. Alles klar. Das musste ja einem Doofen mal sagen. Oh, wubbel, 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 wubbel. Ich komme sofort. Andrea, bitte hilf mir. Hat eine Show, hä? Nein. Zwack. Tab, um das Datenmenü zu öffnen und deine neue Kraft auszurüsten. Ich habe eine neue Kraft. Datenmenü. Boden. Wähle den Bereich oben aus, um auf deine Kräfte zuzugreifen. Was für ein Bereich oben? Wie? Was? Wo? Hier blinkert ein bisschen was. Nö, das blinkert alles. Technologie? Nö. Skills? Gesundheit? Waffen? Missionen? Schiff? Wähle den Bereich oben aus. Kräfte da, das ist Schild darüber. Na, dankeschön. Antigravitationsfeld. Erzeuge in einem begrenzten Bereich ein Feld mit sehr niedriger Schwerkraft. Und werde Zeuge der wahren Kraft der Planeten, des Planeten. Favorit? Ach so. Dann machen wir das auf die 4. So, Andrea, das testen wir jetzt. Geht es dir gut? Ja, ja, ja. Wir müssen dich zur Loge zurückkriegen. Bleib mal stehen, bleib stehen, bleib stehen. Und jetzt? Andrea, es funktioniert nicht. Ja. Nix. Alles sehr gut. Ich wollte nur testen. Drücke Tab, um das Datenmenü und deine Kraft, neue Kraft auszulösen. Habe ich da gemacht. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Aktiv. Okay. Jetzt aber. Andrea, halt still. Irgendwie geht's nicht. Hat's vielleicht keine Lust? Was weiß denn ich? Irgendwie geht das schon. Wenn ihr da was wisst, Leute, sagt mal Juhu. Schreibt Juhu in die Kommentare. Hui. Nein.
Da-di-da-di-da-du. Ja, wie funktioniert das mit dieser Gravitation Craft? Testen wir mal an irgendeinem Viech, was hier rumrennt, oder? Ich hoffe, hier rennt eins rum. Wohin rannten ja so viele rum? Da. Ein Rudel Korallenkäfer. Warte, ich muss erst atmen. Atme, Junge. Korallenkäfer. Komm her. Oh, das ist aber auch schön. Das geht nicht. Drücke Z um deine... Ach so. Ja, Mann. Sag doch, dass ich Z drücken muss. Geht das auch wieder aus? Du, Baby, hör auf, mir anzugreifen. Toxin, Toxin, Drüse, Düse. Herde, Korallen, eine ganze Herde ist das. Aha. Ach, wie toll. Seid ihr alle tot? Seid ihr alle tot? Okay, also mit Z können wir das dann so machen. Das finde ich toll. Super. Lauf. Andrea ist aber auch noch. Sprinte 5000 Meter, während du mindestens 75%... Ja, Hammer. Oh. Nicht sauer sein, nicht sauer sein. Ich habe nichts gemacht. Muss nur ein bisschen scannen. Alles Gute, Herdenkriecher. Kriecht einfach weiter, lasst euch nicht aufhalten. Muss nur eben... Wo ist denn hier vorne und hinten an dem Schiff? Ach, da. Wesker Baby, wir sind wieder da. Halt die Ohren steif. Danke fürs Beschützen dieses Raumschiffs. So, pass mal auf. Wir gehen mal. Bewirb dich um einen Job. Nein, kehre zur Loge zurück. Na, das kriegen wir doch hin. Ja, das kriegen wir doch hin. Da lassen wir uns gar nicht lang bitten. Ihr habt die Kraft eines Jedis. So, was will ich jetzt hier? Andrea, komm. Die wollen mir jetzt bestimmt sagen, wie toll ich bin. Es wird wieder runtergehen. Die Loge nicht wie mein Zuhause an, aber das wird hoffentlich noch. Ich hoffe, ja, ja. Wer ist er denn? Bei Craigs Knochen. Seh dich an. Ja. Wenn es in Ordnung ist, führe ich jetzt direkt ein paar Scans durch. Warum? Wir lagen mit der Anomalie richtig, oder? Ja, ja. Du musst uns allen die Ohren spitzen. Nicht Vulkanier, oder was? Es war ein Gebäude, eine Art Tempel. Ein gesamtes Gebäude verstrahlt eine Signatur. Genau wie das Artefakt. Wladimir, sieh dir das an. Die ja? Kardiovaskularen und neurologischen Werte sind nicht normal. Die gehen dich gar nichts an. Wie wäre es mit einer kleinen Demonstration? Okay. Zusammenfügen der Teile? Ja, das krieg ich hin. Pass auf. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Das haben alle gesehen, oder? Nein, nur ich. Wahrhaft, ein Geschenk des Himmels. Ja, danke. Und das bislang praktischste Ergebnis unseres kleinen Abenteuers. Für sowas habe ich keinen klugen Spruch. Das ist einfach echt schräg. So, sag ich dir. Der Tempel hat das bewirkt. Ich werde diese Kräfte überall einsetzen. Das muss geheim bleiben. Niemand darf davon wissen. Nein, der Tempel hat es bewirkt. Alles hängt zusammen. Die Artefakte, der Tempel und diese Kraft. Aber wir wissen nicht, wie alles zusammenhängt. Wir brauchen mehr Infos. Gibt es noch mehr davon? Die Scans deuten bereits auf ein weiteres hin, das zu den bereits gefundenen Artefakten passt. Theoretisch sollte in jedem Tempel eins sein. Doch bei all den Anzeichen eine Übereinstimmung zu finden ist schwierig. Ohne das korrekte Artefakt zum Abgleich ist das unmöglich. Und auch dann dauert es eine Weile. Na sowas, ich kümmere mich um die andere Anomalie, die ihr entdeckt habt. Hoffentlich ist es noch ein Tempel. Glaub ja nicht, dass der Tempel rein zufällig auf dich reagiert hat. Bitte? Die Artefakte, die Visionen und deine neue Kraft, das alles passt irgendwie zusammen. Das alles hält uns auf Trab. Naja, drückt das Glück da draußen. Ich suche weiter nach planetaren Anomalien, die zu unseren Artefakten passen. Ja, bitte, 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 bitte.
Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Du willst was mit mir besprechen? Ja, dann los, lass uns sprechen. Wenn die Musik aus ist, kann ich auch. Guten Tag. Warte mal. Das Geld macht's möglich. Geh mal weg. Sprich mit Walter Stroud. Machen wir doch jetzt. Pass auf. Walter, mein Freund, was ist los? Wo drückt der Schuh? Zugegeben, du hast mich überrascht. Ich dachte, du verschwindest, sobald du hast, was du willst, aber ich lag falsch. Mhm. Ich plane eine kleine Soiree. Eine Sauerei? Mit wem denn? Hm, ich freue mich drauf, lass hören. Es geht um ein Artefakt, das wir kaufen werden. Ganz einfach. Ach, langweilig. Der Verkäufer ist ein Freelancer in Neon, das heißt, höchstwahrscheinlich wurde das Artefakt irgendjemandem gestohlen. Wir sollten bei der Verhandlung etwas mehr Präsenz zeigen. Und da kommst du ins Spiel. Die lieben mich dort, die Leute. Die lieben mich dort. Dann wäre das abgemacht. Wir müssen in der Stadt vorher bloß noch ein paar Leute besuchen. Hinterher gebe ich dir einen aus. Sehr gut, ich habe eine Bar. Solange das Trinken nach der Verhandlung kommt. Oder was auch immer wir genau machen. Das wird ein Kinderspiel, versprochen. Du musst mich bloß nach Neon bringen. Mhm. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Du, also ich bin bereit. Dann auf ins Woli-System. Oh, ich bin schon aufgeregt. Oh, na, ich erst, du. Ich habe da Zeug schon getrunken. Das glaubst du nicht, lieber Walter. Und ihr Lieben, das machen wir in der nächsten Folge. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Soll ich noch mal meine Kraft einsetzen, Leute? Erstaunlich. Oder? Soll ich noch mal? Soll ich noch mal? Nee, es läuft noch. Da schau mal einer an, das ist ja toll. Wir haben uns immer als Entdecker gesehen, aber jetzt haben wir wirklich völliges Neuland betreten. Ja, ja, ja. Und ich habe Jedi-Kräfte, Leute. Ich habe Jedi-Kräfte. Hier zum Beispiel, ich könnte jetzt diesen Tisch. Könnte ich nicht. Es geht nicht. Es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich habe Lust auf ein Abenteuer. So, Leute. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar und irgendwas anderes, was ihr gerne hinterlassen wollt. Ich habe hier ein bisschen Unordnung gemacht. Ich habe es schon gesehen. Es tut mir leid. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.